Moin, wir sind wieder zurück bei Let's Play Left 4 Dead 2 Together. Wie immer cool streamen und diesmal sind wir jetzt auch im Schutzraum und nicht mehr in der Lobby. Jo, wieder mit den gleichen Kollegen. Ihr wisst ja Bescheid, Markus ärgert sich immer, wenn ich uns nochmal erwähne. Nicht wahr, Markus und Rico und Marcel? Okay, wir gehen weiter. Also ich freue mich. Marcel, der mitspielt. Ja, eigentlich über alles. Und die Aufnahme geht natürlich über Rico, das dürfte sich ja irgendwie schon erklärt haben. Ja, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir überhaupt machen müssen, ehrlich gesagt. Upsi. Fasst mich nicht an, ihr Zombie. Hey, hier geht's rein. Hier, Kotzbombe, Molly und Rohrbombe. Nimm die Kotze. Ich wollte die Kotze nehmen, verdammt. Eigentlich wollte ich die Rohrbombe, aber die Kotze genommen. Sehr gut. Marcel, du kannst ja hier oben das Tor aufmachen, oder? Ey, hier oben, hier oben müssen noch was liegen. Wie viele? Zwei. Zwei. Ich habe auch eine Axt. Hat noch einer nicht einen Nahkampf? Ich habe auch eine Axt, aber ich habe einfach noch eine Axt. Wieso ist der Boomer jetzt gestorben? Ninja-Schwert hier. Wo sind denn noch mehr Rohrbomben? Smoker irgendwo. Der ist unter dir. Ich aktiviere jetzt, ne? Zerstörung. Alles klar. Ich verstehe nicht, warum ich immer der bin aktiviert. Damit du vom Charger platt gemacht werden kannst. Das klingt irgendwie vertraut, ja. Öffne die Tür. Charger. Roger, wir kommen! Alter, warum steht ihr da alle oben? Hat das schon einen Sinn? Katana. Also, Markus ist wirklich der dämlichste Mensch auf der Welt. Nach dir! Wo ist er denn? Charger hinter uns! Die Krabben so. Ich sag, warum steht ihr da oben? Dann denke ich, ja, gut, dann bleibt wieder oben. Dann schieße ich und genau in dem Moment kommt Markus runter. Läuft genau in meinen Schuss. Das ist ja auch wieder schief. Oh ja. Jede Menge. Ach, das ist doch dieser ewig lange Weg, ne? Oh nein. Bin ich hier nicht letztes Mal fünfmal gestorben? Boah, das weiß ich nicht mehr. Immer in die Menge reinholzen. Hat irgendwer von euch eine Kategorie oder habt ihr die jetzt nicht? Ich hab eine Axt. Ja, ihr seid ja Weicheier. Nein, ich bin der Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. Ich werde Feuerwehrmann. Das ist wieder egal. Dann werde ich eben, keine Ahnung, Holzfäller oder so. Ja. Die können mich mal. Ob das Lagerfeuer nicht auch mal denkgeschützt ist? Ja, das taube Nüsschen. Ja, dieser Name ist schon alleine. Zu viele fucking Zombies. Hunter. Rico, wir gehen mal weiter. Markus regelt das alles. Nein, das ich werde gerade nur noch eine Ladung in der Shotgun. Da unten liegt doch Muni. Wow. Oh, ich wollte gerade einen Flammenkopf hier nach unten werfen. Ja. Ich hab Rob den Kotze geworfen. Fast. Ja. Alter, ich will die ganze Zeit die Markus schlagen. Warum auch? Ja. Okay, die lenkt ab. Weg. Oh. Die lenkt nicht ab. Wow! Aufhalten. Das macht sich Spukoral. Geh weg von mir! Hörst du? Hä? Das ist verfickte Scheiße. Warum sagst du nicht, dass du wieder zurück? Wo bist du denn? Ich lieg vor euch da im Fluss. Einfach den Fluss. So, wo bist du? Du darfst mich sehen. Ich heil mich gerade, ne? Ich kann dir gerade nicht helfen. Alice im Wunderland. Okay, wir laufen. Wo ist eigentlich die? Komm weiter. Die ist Ablenkung. So, jetzt geht's zum Kämpfen.
Ey, wenn Markus gehuntert wird, na, dann rennen wir alle durch, oder? Oder wie ist das? Lisa, Wichser. Nee, da liegt doch noch jemand. Ja, aber scheiß auf Markus. Boah. Wir müssen schon versuchen, alle durchzukommen. Deswegen lassen wir ja auch Rochelle hinten liegen, ne? Genau! Ja, das hat Markus eigentlich ganz gut erkannt. Das ist Mrs. KI, Mann. Markus, das ist doch was anderes. Die ist eine Frau. Ja. Ach, wir machen hier eine Homo-Party oder so, was? So ist das nicht. Hast du nicht eben gesagt, Frauen sind alle Schlampen und so? Nein, das weiß doch nicht. Das hast du dann auch Pause gesagt, oder? Nein, hast du auch vergessen. Hast du da nicht noch was über die, die armen Gangster gesagt? Hast du nicht gesagt, dass ich verdammt hier... Nein, du legst mir hier Wörter in den Mund, das ist nicht nett. Ich hab's gleich geschafft, hier, yeah, lauf mal! Ich bin fast da! Ey, das war ja einfach. Alter, ja, wie die Zombies wegfliegen! Das war irgendwie zu leicht. Ja, oder? Wir hatten letztens auf normal mehr Probleme. Ja. Irgendwie war das extrem einfach, ne? Das war ja mega einfach. Ja. Mein Controller vibriert die ganze Zeit. Naja, das war jetzt nicht so aufregend wie der Rest. Wir sind ja überhaupt nie gestorben, ne? Nein. Dann machen wir nächstes Mal den Flughafen, der ist bestimmt sehr spannend. Ja, machen wir mal das nächste Mal eine andere Map. Die war jetzt nicht so ganz geil. Muss ich sagen. Die ersten Parts waren ganz schön, aber danach war es jetzt nicht mehr ganz so heftig. Die Statistik ist wirklich beeindruckend. Fast alles auf Null, ja. Aber ich habe nur einen Cocktail geworfen. Ah ja, genau. Wir haben nur zwei Smoker getötet, wir haben gar nichts mehr gemacht. Ja, natürlich, also ihr habt es ja bestimmt schon gemerkt, das ist natürlich nur die Statistik der einen Karte jetzt. Weil wir ja eben irgendwie, keine Ahnung, zurückgesetzt wurden. Serverprobleme. Ja. Das kann sogar wirklich sein. Also wir haben ja jetzt schon die ganze Zeit Serverprobleme. Ha, genau, ich habe 13%. Hammer. Und Rico 63. Oh ja. Mann. Oh. Was kannst du eigentlich? Und 264. Und Markus fühlt sich mal wieder sehr witzig. Also wenn ihr Markus auch scheiße findet, dann bitte dislike für dieses Video. Nein. Ja. Wir sind alle wunderschön. Wir sind doch alles Menschen. Danach kommen echt 30 Dislikes. Also wäre ich am Arsch. Solltet echt aufhören, so viel zu kiffen. Naja, das wäre wirklich ein extrem kurzes Video. Ich gucke gerade auf die Aufnahme, das sind nicht mal 8 Minuten. Naja, was sollen wir machen also? Wir sind einfach zu pro für dieses Ding. Naja, also nächstes Mal muss gerade du sagen. Auf Realismus, Experte. Natürlich, und dann alles macht ruhig. Also werdet ihr nicht auf Experte sehen, das schaffen wir im Leben nicht. Aber es wäre auch eine Herausforderung. Ja, schon gar nicht bei Teil 2. Es wäre ja schon eine Herausforderung, ne? Müssen wir uns überlegen. Jawohl, ehrlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und Markus macht jetzt mal eine richtige Verabschiedung. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein!